Haben wir bisher vielleicht mit den falschen Methoden nach Aliens gesucht? Finden wir mit unseren Radioteleskopen vielleicht gar keine Signale und müssen wir nach etwas ganz anderem suchen? Das meinen jedenfalls die beiden serbischen Forscher Milan Cirkovic und Branislav Vukotic. Sie glauben, dass Aliens riesige Schutzschilde um ihre Heimatplaneten gebaut haben müssten, die wir nur zu suchen brauchen. Wieso, weshalb, warum? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Unsere Erde wurde bereits viele Male von kosmischen Katastrophen heimgesucht. Asteroideneinschläge sind sicher, Sternenexplosionen in der Nähe wahrscheinlich und Gammablitze. Sicher ist, mehrmals gab es ein Massensterben hier auf der Erde und die Ursachen dürften oft aus dem Weltraum gekommen sein. Weiterentwickelte außerirdische Zivilisationen könnten dagegen Schutzschilde gebaut haben, damit drohende Katastrophen nicht ihre Zivilisationen zerstören. Schon in den 60er Jahren gab es ja die Idee, dass Zivilisationen riesige Strukturen um ihren Heimatstern herumgebaut haben könnten, um Energie zu gewinnen. Die sogenannten Dyson-Sphären. Bisher wurden allerdings keine solchen Sphären gefunden, obwohl beim Stern HD 164595 gibt es sehr seltsame Schwankungen der Helligkeit Tebbys Stern. Manche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schließen eine Dyson-Sphäre dort nicht aus. Und auch die neueste These eines Planeten mit Ringsystem, das durch den Stern quasi durchgeknetet wird, ist als Grund für die unregelmäßigen Helligkeitsschwankungen sehr umstritten. So oder so aber glauben die beiden Wissenschaftler, dass außerirdische intelligente Wesen solche riesigen Strukturen auf jeden Fall zum Schutz bauen würden. Auch die Menschheit, vermuten sie, wird bald damit anfangen. Zum Beispiel könnten sie eine riesige schützende Struktur aus Eisbrocken aus dem Kuipergürtel bauen, die im Falle eines Falles die Erde schützen würde. Eine solche Eiswolke wäre, so die Forscher, gar nicht so aufwendig zu bauen. Dementsprechend gehen sie davon aus, dass intelligentere Aliens längst solche riesigen Strukturen gebaut haben und wir nur danach suchen müssten. Ihre Idee zur verbesserten Aliensuche: wir müssen nur nach sich anbahnenden kosmischen Katastrophen suchen und nach Exoplaneten in der Nähe. Hierzu müssten wir Gravitationswellen im Vorfeld der Ereignisse detektieren und dann die Umgebung absuchen. Hier müssten wir jetzt zum Beispiel nach Helligkeitsmustern suchen, die solche riesigen Strukturen verursachen würden. Zudem sollten wir nach Infrarotstrahlung suchen, die durch solche Strukturen ausgesendet werden. Es gibt mit diesem Ansatz vielleicht schnellere Ergebnisse, als wir bisher bei der Aliensuche hatten, beziehungsweise wir hatten ja keine. Und mit dem James Webb Weltraumteleskop, das im nächsten Jahr gestartet wird und alle bisherigen Weltraumteleskope bei weitem in den Schatten stellen wird, werden wir auch deutlich bessere Chancen bei der Aliensuche haben. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen auch verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Hier geht es weiter mit: finden wir noch dieses Jahr Außerirdische? Eine verlockende Perspektive auf jeden Fall. Also nicht verpassen und draufklicken. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.